Oh mein Gott! Von wo? Von wo? Scheiße, lauf doch! Wieso kannst du nicht sprinten, Motherfucker? Nein, my brothers, ist das! Mein Name ist Lightning Slides und heute zocken wir Sneak Thief! Wir haben hier auf jeden Fall... Bitch, du machst das doch nur, weil dir nichts anderes einfällt. Du Bastard. Halt's Maul, ich hab 9,99 für den Scheiß ausgegeben, yo! Es ist auch egal, weil in den Kommentaren stand, dass ich noch nicht jedes Level gemacht habe. Und zwar habe ich die Home Invasion noch nicht gemacht und die Yacht, weil da das Spiel abgestürzt ist. Darum machen wir jetzt diese beiden Level. Das ist wahrscheinlich das letzte Video zu Sneak Thief, bis jedenfalls eine neue Map rauskommt. Fangen wir an mit Home Invasion. Die Map hier habe ich ja nur nicht gespielt, weil ich den Anfang schon kannte aus einem anderen Video. Und zwar weiß ich nämlich schon, dass man hier die scheiß Garage öffnet zum Reingehen, yo! Irgendwie hat sich so die Garage geöffnet, oder? Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Geld. Okay, jetzt sind im Haus. Machen wir hier die Tür. Ist das der... Okay, der Besitzer kommt schon nach Hause. Oh nee, der geht ja gleich durch die Haupttür rein. Die Haupttür ist ja direkt neben mir. Yo, was soll ich mitnehmen? Ich möchte in die obere Etage. Ganz... Oh, scheiße! Falsches Timing! Falsches Timing! Kommt er mir noch hinterher? Ist er mir überhaupt hinterhergerannt? Also, ich höre Schritte, aber ist er mir hinterhergerannt? Ich glaube nicht. Oh! Oh, Motherfucker! Okay, okay, oh, scheiße! Okay. Er ist mir die ganze Zeit hinterhergerannt, yo. Wo soll man das denn wissen, verdammte Kacke? Wie kann er einem so hinterherlaufen? Dem Typen ist ja alles scheißegal, oder? Der läuft mir da richtig langsam hinterher. Also wenn bei mir ein Einbrecher wäre, ich würde dem Typen so hinterher sprinten, das geht gar nicht mehr. Und der läuft da noch ganz cool mit seiner Knarre in der Hand rum. Kommt der jetzt schon? Wir haben ein bisschen Zeit, okay. Bilder nehmen wir immer mit. Bilder ist Geld, 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 Geld. Alles, was Geld ist, ist gut. Die Vase ist auch gut. Oh, das merkt ihr doch sofort, wenn die Vase weg ist. Ist es ein Fernseher? Yo, den riesen Fernseher nehmen wir auch mit. Kommt der schon? Nee, noch kommt der nicht. Vielleicht, weil wir diesmal nur diesen einen Hebel aktiviert haben. Oh, Baseballschläger. Oh, wir können uns eigentlich verteidigen damit, oder? Wir haben jetzt einen scheiß Baseballschläger. Was will der Typ noch tun? Okay, er hat eine Knarre und eine Knarre ist stärker. Aber trotzdem, wir haben Baseballschläger. Wir haben wenigstens eine Waffe. Und wir haben den Überraschungsmoment. Man darf den Überraschungsmoment nie unterschätzen. Eigentlich hat sich der Einbruch jetzt schon gelohnt, meiner Meinung nach. Ich meine, wir haben $8,150 verdient. Yo, wir könnten eigentlich schon abhauen. Aber das Auto wird sich leider noch nicht öffnen. 5-3-4-2. Ey, was ist hier noch drin? PCs. PCs sind auch gut. Ist noch was in der Schublade drin? Kann ich... das hat sich voll gruselig geöffnet. Okay. 14.000. Wie viel Geld hat er in seiner Wohnung liegen? Wenn ich hier bei mir einbrechen würde, würde ich vielleicht 5.000 klauen. Nicht mal 5.000. Gold hat er auch einfach hier drin liegen. 24.000. Er ist da. Ich höre Schritte. Er ist da. Er ist zu Hause. Yo. Bitte lass ihn hier nicht reinkommen. Yo. Komm nicht hier rein. Ich glaube, er kommt nicht hier rein, oder? 5432. 5432 war der Code. 543. Bitte komm hier nicht rein, yo. Bleib da. 5432. Okay, jetzt haben wir Geld. Jetzt haben wir Geld. Hat er das gehört, dass wir das Ding geöffnet haben? Ich hoffe, er hat es nicht gehört. Wir haben 60.000 verdient. Ich glaube, bei 50.000 könnten wir schon abhauen. Da ist mein Auto zum Abbauen. Oh, das ist ja gar nicht auffällig. Da draußen ist er. Yo. Der glitscht da fest. Aber wie soll ich zu meinem Auto kommen, wenn der davor glitscht? Yo, das geht doch gar nicht. Ich meine, es ist total auffällig. Ich meine, mein Auto steht da und sein steht da. Wieso läufst du mit einer Knarre schon aus deinem Auto heraus? Wir müssen irgendwie zu unserem Auto kommen, ohne dass er uns tötet. Aber er steht direkt davor. Wie sollen wir das machen? So. Locked. Oh, scheiße. Wir können wirklich nur durch den Vordereingang raus. Aber ich weiß nicht, wie... Oh mein Gott! Von wo? Von wo? Scheiße, lauf doch! Wieso kannst du nicht sprinten, Motherfucker? Oh mein Gott, bitte stirb jetzt nicht! Bitte stirb jetzt nicht! Geh zum Auto! Ich bin entkommen! Ich bin entkommen! Ach du Scheiße! Level Selection, okay! Darauf, verdammt! Yo! Okay! Das nächste Level ist dann die Yacht, die hoffentlich nur halb so gruselig ist. Eigentlich müsste die nur halb so gruselig sein. Es gibt ein paar Wachen, aber das war's auch. 100.000. 100.000, okay, das sollten wir hinkriegen. Es gibt ja auf jeder Map irgendwie so ein Safe, wo sowieso das ganze Geld drin ist. Und ich weiß, hier am Anfang sind noch Fernseher und sonst so weiter. Ich hoffe ja... Wow, hier liegt eine Knarre. Ich hoffe ja, das Spiel stürzt sich schon wieder ab auf dieser Map. Ist der Pool aus Gold? Fühlen sich so reiche Menschen? Dann versuchen wir mal sofort bitte zum Safe zu kommen. Oder beziehungsweise den Safe-Code zu bekommen. Wo ist eine Wache? Hier müsste irgendwo eine Wache sein. Aber ich muss sie zuerst sehen. Sieh da. Das war bitter. Yo, das war bitter. Ich hoffe jetzt, dass die Waffen noch da vorne spawnen. Wenn die Waffe jetzt nicht am Anfang spawnt, habe ich nämlich ein kleines Problem. Bitte lass sie hier liegen. Oh, ich liebe dich, Waffe. Du bist perfekt, Mann. Wenn du immer hier liegen bleibst, das wäre wirklich...
Ah, das wäre traumhaft. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal unten rein. Vielleicht ist unten ja noch eine andere Waffe, eine bessere Waffe, vielleicht eine stärkere Waffe. Hier waren wir auch schon mal drin. Hier haben wir einen MP3-Player, der, naja, nicht so viel wert ist. Aber es geht schon. Eine Rolex, eine Goldvase, ein Tablet, alles cool. Alles cool, habe ich auch zu Hause liegen, yo. Nicht, ein MP3-Player, das habe ich wirklich zu... Nein. Ich habe keinen MP3-Player, aber ich habe ein Handy. Mich wundert's wirklich, dass hier wirklich so viele Schlafzimmer sind mit so vielen Sachen, aber wirklich kein einziger Mensch außer Wachposten hier drauf sind. Auf was für einem Schiff seid ihr? Das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Hier sind nur Wachposten drauf. Yo, das war easy. Hat die andere Wachposten uns jetzt gehört? Da ist sie, okay. Oh mein Gott, die Waffen sind so laut. Die läuft jetzt hier rum, oder? Oh mein Gott! Woher soll man das denn wissen? Der war doch niemals so schnell, oder? Der kann doch niemals so schnell gewesen sein. Der kann doch niemals in einer Sekunde direkt hinter mir gewesen sein. So, jetzt nehmen wir die Waffe. Jetzt töten wir den Motherfucker. Mir ist alles scheißegal. Ich töte dich. Aber leider hat meine Waffe keinen Silencer. Ich finde den Sound so geil, wenn da ein Silencer drauf ist. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Yo, der Typ war schwarz, oder? Oh, nein. Ich sterbe hier gerade durchgehend. Und der Waffensound ist einfach so verdammt laut. Es tut voll in den Ohren weh. Und da ist wieder eine Wache. Unten ist auch eine Wache. Theoretisch, wenn wir einmal schießen, dann hören uns die ganzen Wachen. Das ist total ätzend. Yo. Ich glaube, hinter mir war auch noch eine Wache, oder? Das kann man doch nicht bringen. Ich bin einer gegen wie viele Leute? Wie sollen wir die alle töten? Das ist doch unmöglich. Und wieso kann ich nicht sprinten? Ich bin der erste Schwarze, der nicht sprinten kann. Ist der eine tot? Der bleibt einfach stehen. Hallo, bist du tot? Ich glaube, der ist tot, oder? Motherfucker, bist du tot? Ist der tot? Wow. Hä? Was? Was? Was war los mit dir, Junge? Ich habe erstmal draufgeschossen, dann stand er da noch, dann habe ich nochmal draufgestunden, dann stand er da noch und dann komme ich zu ihm und er schießt auf mich? Hä? In meinen Augen war der eben gerade tot, yo. In meinen Augen war der so tot. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Wachen gibt es. Wir sind ja erst im vorderen Teil des Schiffes. Es gibt ja auch noch den hinteren Teil des Schiffes. Ich weiß nicht, von wo die Schüsse gerade kommen. Da hat irgendjemand gerade geschossen, yo. Gibt's noch einen anderen ein? Da. Okay, der ist tot. Ich habe noch 84% Leben. Das ist so gut, das ist gut. Ist hier noch ein Motherfucker, der Stress möchte? Will noch jemand Stress mitnehmen? Die ganzen Weinflaschen konnten wir auch mitnehmen immer. Haben wir eine Shotgun? Wir haben eine Shotgun? Es gibt eine Shotgun in dem Spiel? Yo, wie geil ist das denn? Okay, der Typ hat nicht mal auf mich geschossen. Nette Pose, mein Freund. Sei ehrlich, wie lange warst du im Yogakurs? 2 Stunden? 3 Stunden? 4 Stunden? Das ganze Jahr? Man weiß es nicht, yo. Wenn hier alle Wachen tot sind, dann sollte es kein Problem mehr sein. Weil ich sehe persönlich keinen Wachposten mehr. Ich sehe jetzt noch das Ding hier. Aber wo ist der Tresor? Wir brauchen natürlich den Tresor, sonst kommen wir gar nicht an unser Geld ran. Wo ist der scheiß Tresor? Ich glaube, wir haben alle Wachen tot, oder? Aber wo ist der Tresor? Es gibt keinen Tresor in dem Spiel, oder was? Oh, doch, es wird einen geben. Aber wir haben keinen Code. Wir haben den Code noch nicht. Da ist der Tresor. Aber wir haben den Code noch nicht gefunden, yo. Da ist eine Selbstschussanlage, ich sehe sie. Bin ich irre? Und was ist das? Bankdokumente hier unten. Hier unten vor dem Tresor. Das ist schlau. Irgendwie wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, dass man diese Selbstschussanlagen deaktivieren kann, wenn man nah dran steht. Geht das wirklich? Funktioniert doch nicht. So, das ist der Tresor. Aber wir haben keinen Code. Wir haben halt keinen Code. Und genau das ist das Ätzende. Da war auch eine Selbstschussanlage, als wir reingekommen sind. Warte mal. Wir sind durch eine Selbstschussanlage gelaufen und haben das überlebt. Wie haben wir das gemacht? Da war doch auch eine und wir sind einfach... Okay, wir brauchen jetzt unbedingt den Code. Dann haben wir das Level komplett geschafft. Dann haben wir endlich mal Level geschafft. Dann haben wir 2 Level geschafft. In einer Folge. Es sieht nicht aus, als ob hier ein Code drin ist. Wo sind die Codes? Yo, ich habe meine Shotgun verloren. Aber es ist eigentlich auch egal. Es gibt eh keine Wachen mehr. Aber das Problem ist, wir haben keinen Code. Wo ist der verfickte Code? Ich laufe gerade ein kleines bisschen verzweifelt rum und suche den scheiß Code, der hier aber nirgendwo ist. Der ist nicht mal hier unten drinne. Wo kann der Code sein? Hier ist auch keiner wieder. Ich bin jetzt schon einmal über das ganze Schiff gelaufen, außer ich war noch nicht bei dieser Spitze hier. Wenn es jetzt an der Spitze liegt, dann bin ich ziemlich angepisst. Aber der Code liegt hier auch nicht. Hä? Wenn der Code nirgendwo liegt, dann probier es mal mit dem alten Trick. Wir probieren einfach irgendwelche Codes aus. Falscher Code. Yo. Und jetzt geht eine scheiß Alarmanlage an. Passiert dadurch was? Was passiert jetzt dadurch? Dadurch passiert doch gar nichts. Die Wachen sind alle tot. Die Alarmanlage bringt nichts. Aber ich finde den scheiß Code nicht. Ich glaube, der ist rausgebackt. Ich glaube, den gibt's gar nicht mehr. Ich meine, es kann nicht wahr sein, dass es hier wirklich nicht einen einzigen Code im Spiel gibt. Ich finde den scheiß Code nicht. Ich bin jetzt 4, 5 Mal über dieses Schiff rübergelaufen, aber ich finde diesen Code nicht. Ich laufe links rum in den scheiß Raum rein, gucke alles durch, kein Code. Rechts rum in den scheiß Raum rein, kein Code. Oben in die beiden scheiß Räume, kein Code. Hier
kein Code. Am anderen Ende des Schiffes kein Code. In meinem Rettungsboot erst recht kein Code, yo. Okay, Leute, ich glaube, ich beende jetzt auch hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen.